Shalom, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם. Wir lesen aus den Schriften von Bala Sulam. Den Artikel Einführung in die Weisheit der Kabbalah. Der Artikel befindet sich auch im Lehrbuch der Kabbalah auf Seite 587. Man kann Fragen während dem Unterricht auch stellen. Rav sagt, wir wissen, dass die Einführung in die Weisheit der Kabbalah eine der wichtigen Einführungen in den Zohar ist. Ein sehr, sehr ernster Artikel. Es gibt kurze Artikel, die über die ganze Wirklichkeit sprechen, einschließlich dessen, was das System betrifft und dessen Wesen und auch wie das System, welchen Bezug das System mit dem Mensch zum Menschen hat und wie die Menschen dadurch zu einer richtigen Wahrnehmung der Wirklichkeit gelangen. Also verhalten wir uns dazu sehr ernsthaft. Es kann sein, dass uns das auch hilft, die Methode zu verbessern, die wir in unseren Kursen beibringen. Lesen wir nochmals aus der Einführung in die Weisheit der Kabbalah, Punkt 1. Rabbi Hananja ben Akashia sagt, der Schöpfer wollte Israel reinigen, daher gab er ihnen reichlich Torah und Mitzvot, so wie geschrieben steht, der Herr ist erfreut, um seiner Gerechtigkeit willen, die Torah groß und herrlich zu machen. Es ist bekannt, dass das Wort Zakut bzw. Zechut von Hizdakut abstammt. Die Weisen sagten, die Gebote sind nur gegeben, damit sich Israel mit deren Hilfe reinigt. Und man muss diese Reinheit, die wir mit Hilfe der Torah und Mitzvot erlangen, verstehen. Was ist dieser Verdienst, dessen wir durch Torah und Mitzvot für würdig befunden werden? Und was ist die Grobheit, die Unreinheit in uns, die wir mit Hilfe von Torah und Mitzvot reinigen müssen? Rav sagt, das heißt, es gibt eine gewisse Grobheit, die wir von Seiten der Schöpfung erhalten. Und wenn wir sie reinigen, so erlangen wir eine gewisse Wahrnehmung von der Wirklichkeit, eine Wahrnehmung von der höheren Kraft. Und das ist unsere Arbeit. Wir wissen, dass das etwas relativ Begrenztes ist, sich nicht ausbreitet, sondern Sachliches. Wir haben eine Aviut und einen Prozess, welcher als Verfeinerung der Aviut bezeichnet wird, an dem wir teilnehmen müssen. Und in diesem Prozess gelangen wir zu einer Wahrnehmung, zu einer Erkenntnis, zu einer anderen Wirklichkeit. Darüber haben wir bereits in den Büchern Panim Masbirot und Talmud Esra Sfirot gesprochen. Lasst uns kurz zusammenfassen. Der Schöpfungsgedanke bestand darin, den Geschöpfen Genuss zu bereiten. Er ist ein aus der freigebigen Hand des Schöpfers gewährtes Geschenk. Daher wurden ein riesiges Verlangen und ein ungeheurer Wille in die Seelen eingeprägt, diese Fülle, das Licht des Schöpfers zu empfangen. Das ist so, weil das Verlangen zu empfangen jenes Kli für das Maß des Genusses der Fülle ist. Denn genau in dem Maße, wie groß und gewaltig das Verlangen, die Fülle zu empfangen, ist, können Genuss und Freude in das Gefäß eindringen, nicht mehr und nicht weniger. Diese Begriffe sind so eng miteinander verbunden, dass es unmöglich ist, sie zu trennen. Es ist nur möglich, auf ihre Beziehung hinzuweisen, dass sich der Genuss auf die Fülle bezieht, wohingegen das gewaltige Verlangen, die Fülle zu empfangen, sich auf das empfangende Geschöpf bezieht. Darauf sagt man, kann jetzt hier also nur auf die Quelle des Genusses verweisen und dem Empfangenden der Fülle. Und es gibt eine Beziehung zwischen
dem Willen zu empfangen und der Quelle der Fülle. Und wenn wir diese Sachen miteinander unterscheiden können, das ist die Quelle der Fülle, die Fülle und den Empfänger der Fülle, so können wir hier einen gewissen Mechanismus der Beziehung aufbauen, von der Quelle der Fülle zu uns und von uns zur Quelle der Fülle. Und diese beiden Begriffe gehen unbestreitbar vom Schöpfer, Borei Barach, aus und sind im Schöpfungsgedanken eingeschlossen. Man muss jedoch unterscheiden, während die Fülle unmittelbar aus dem Wesen des Schöpfers, aus Atzmuto, ausströmt, das heißt, als Existierendes aus dem Existierenden entsteht, ist das darin eingeschlossene Verlangen zu empfangen die Wurzel der Geschöpfe. Das heißt, es ist die Wurzel für die neue Entstehung als Existierendes aus dem Nicht-Existierenden. Denn in seinem Wesen kann selbstverständlich keine Spur des Verlangens zu empfangen sein. In keinem Fall. Daher gilt dieses genannte Verlangen zu empfangen als die ganze Substanz, das Grundmaterial der Schöpfung, vom Beginn bis zum Ende. Und alle unzähligen Arten von Geschöpfen, die schon entdeckt und noch zu entdecken sind, unterscheiden sich nur hinsichtlich ihres Maßes an Verlangen zu empfangen und sind lediglich Veränderungen in diesem Verlangen zu empfangen. Alles, was diese Geschöpfe in sich haben, das heißt alles, was sich in diesem in ihnen eingeprägten Verlangen zu empfangen ereignet, kommt unmittelbar aus seinem Wesen, Atzmuto, als Existierendes aus dem Existierenden, Yesh mi Yesh. Es hat mit dieser neu entstandenen Schöpfung als Existierendes aus dem Nicht-Existierenden nichts zu tun, denn es ist nichts Neues. Vielmehr entspringt es direkt und unmittelbar aus seiner Ewigkeit als Existierendes aus dem Existierenden. Also es gibt eine höhere Quelle, aus dem das Verlangen stammt, die Quelle des Geschöpfs. Das Verlangen ändert sich ständig vom Schöpfer und der Schöpfer selbst. Entsprechenden Verlangen des Geschöpfes füllt das Geschöpf. Das Verlangen im Geschöpf, im Maß der Änderung, spürt Schöpfer, welches vom Schöpfer kommt. Und jedes Mal anders. Und das Verlangen im Geschöpf und das Geschöpf selbst und Schöpfer, welches das Geschöpf füllt, alles kommt vom Schöpfer. Aber das Verlangen, welches im Geschöpf erschaffen wurde, wird nicht gespürt, wie jemand, der vom Geschöpf erschaffen wurde, aber das Geschöpf sucht, wie sie als etwas Selbstständiges, als der Herr dieses Verlangens, und womöglich kann es ändern, aber das Schöpfer, das ist auch manchmal ein Zustand, wenn man spürt, dass es vom Schöpfer kommt, wenn man die Quelle Schäfer spürt und Schäfer, welcher sich in ihm befindet, in dem Geschöpf, welches ihn fühlt. Und dann hat er eine individuelle Beziehung wie das Verlangen, welches sich offenbart vom Schäfer und der Schäfer selbst, welcher sich im Geschöpf offenbart. Dann gibt es die Möglichkeit, zu verschiedenen Erscheinungen sich zu beziehen, zu direkten und indirekten, also zum Verlangen und zum Schäfer direkt. Dann wie kann es die Beziehung zwischen ihnen in Forderung bringen? Im Wesen ist es das, was es vom Schöpfer bekommt. Das Verlangen und Schöpfer, also das, was das Verlangen fühlt. Und aus diesen beiden Elementen baut er seine Beziehung zum Schöpfer auf und zu seiner Existenz. Es kann sein, dass gemäß seiner Beziehung zu der Weltschöpfung und zum Schöpfer kann es ändern, wenn man das so sagen kann. Aus dem Verhalten des Schöpfers zu ihm. Nicht, dass der Schöpfer selbst sich ändern würde, aber bezüglich dem Geschöpf wird es sich ändern, entsprechend dem, wie das Geschöpf fordern wird, bitten wird, das Verlangen hat, mit Hilfe des Verlangens und des Schöpfers im Inneren des Verlangens, seine Beziehung zum Schöpfer zu ändern. So entsprechend dem wird sich auch der Schöpfer ändern. Wir machen weiter und werden schauen. Wenn es Fragen gibt, bitte. Ihr könnt die Fragen stellen, aber
Fragen, die hier zwischen den Worten sind. Punkt 2. Wie schon erwähnt, ist das Verlangen zu empfangen von Grund auf im Schöpfungsgedanken eingeschlossen, in all seiner Vielfalt der Bestandteile und deren Kombinationen, untrennbar von der gewaltigen Fülle, die der Schöpfer für seine Geschöpfe geplant hat und ihnen gegeben möchte. Das heißt, das Schöpfungsziel war noch zuvor. Es gibt einen Schöpfer, in dem Schöpfer ist das Schöpfungsziel entstanden und dort beginnt er zu handeln. Dann entwickelt sich dadurch eine besondere Beziehung zum Geschöpf und das wird realisiert. Und wisse, dass dies das Geheimnis von Or und Kli ist, die wir in den höheren spirituellen Welten unterscheiden. Sie sind unmittelbar miteinander verbunden und steigen zusammen von oben herab, Stufe für Stufe. Und in dem Maß, in welchem die Grade vom Licht seines Gesichtes herabsteigen und sich vom Schöpfer während des Abstiegs entfernen, genau in diesem Maß ist auch die Verwirklichung des in der Fülle eingeschlossenen Verlangens zu empfangen. Man kann auch das Gegenteil sagen. So wie das Verlangen, Fülle zu empfangen, größer wird, steigt es Stufe für Stufe ab, bis zur tiefsten Stelle, an der der Wille zu empfangen sich in maximalem Ausmaß verwirklicht. Diese Stufe wird als die Welt von Asiya definiert. Und das Verlangen zu empfangen wird als der Körper des Menschen, Gufo shel Adam, angesehen. Und die Fülle, die er erhält, wird als das Maß für das Leben, das im Körper ist, betrachtet. Dasselbe gilt ebenfalls für alle restlichen Geschöpfe in dieser Welt. Der Unterschied zwischen sämtlichen höheren spirituellen Welten und dieser Welt besteht darin, solange das in der Fülle eingeschlossene Verlangen zu empfangen sich in seiner endgültigen Form noch nicht verwirklicht hat, wird es als den spirituellen Welten zugehörig angesehen, die höher sind als diese Welt. Und nachdem das Verlangen zu empfangen seine endgültige Form verwirklicht hat, wird es als in dieser Welt seiend betrachtet. Man kann das Folgende sagen: Schäfer, das Verlangen zu empfangen, Schäfer, kommt nicht von oben, von der Quelle, wie wir gesagt haben, vom Schöpfer, aber entspringt nicht, bedeutet, dass das Verlangen zu empfangen sich weiter entfernt vom Schöpfer mittels der Änderung des Verlangens. Diese Änderungen werden wir studieren, wie das passiert, aus welchem Ziel heraus. Und Schäfer, um das Verlangen zu empfangen, wird jedes Mal anders gespürt. Das Verlangen zu empfangen, welches bislang immer noch mit dem Schöpfer verbunden ist, das heißt, ist dem Schöpfer in irgendetwas Ähnliches, das bedeutet, in den höheren Welten noch sich mit dem Schöpfer verbunden ist. Man spricht hier nur über das Verlangen zu empfangen, welches mit dem Schöpfer verbunden ist. Und dann bedeutet das, dass er sich in den höheren Welten befindet. Und in dem Ausmaß, in dem das Verlangen zu empfangen bis zum Zustand der völligen Trennung vom Schöpfer gelangt und existiert als ob an sich selbst und keine Verbindung, kein Verständnis, keinen Bezug zum Schöpfer hat, dieser Zustand wird diese Welt genannt, Olam Hazeh. Die letzte Stufe, die entfernteste Stufe, die vom Schöpfer entfernt ist. Und entsprechend dem ändert sich das Verlangen zu empfangen und es passiert eine Änderung auf allen Stufen bis zu dieser Welt. Und dann jedes Mal wird das immer weiter entfernt vom Schöpfer und Schöpfer genauso geht verschiedene Änderungen durch, bis es zum Zustand gelangt, bis wir, sogar wenn wir uns hier befinden in der Art des Geschöpfes auf der letzten Stufe, nicht spüren Schöpfer und verstehen nicht, was es für Schöpfer in uns ist. Wir spüren nicht, was es ist, aber die Quelle dieses Schäfer. Was ist das für Schäfer? Mit welchem Ziel existiert es? Was müssen wir tun? Das heißt, es gibt eine völlige Trennung dieser letzten Stufe unserer Welt zwischen der Quelle des Schäfer und diejenigen, die empfangen in dieser Welt.
Gibt es Fragen? Nein. Wir sprechen über spirituelle Wurzeln und deren Zweige. Ja. Also bis zur Existenz, also bis zur Existenz dieser Welt. Was ist die Wurzel des Zerbrechens? Die spirituelle Wurzel des Zerbruchs, das ist die Offenbarung des Unterschieds, des prinzipiellen Unterschieds zwischen der Natur des Schöpfers und der Natur des Geschöpfes. Und dieser Unterschied, welcher sich offenbart sich deshalb, weil Schöpfer, das höhere Licht, nicht mehr alles bedeckt, weil es im Geschöpf gibt, und sein Verlangen an sich selbst offenbart sich, wie das Verlangen zu empfangen an sich. Und basierend darauf passiert der Zerbruch. Der Zerbruch, das bedeutet, es gibt eine gewisse Trennung zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf, wenn der Schöpfer das Geschöpf gelenkt hat von allen Stufen, von oben nach unten. So offenbart sich das Geschöpf, wo der Schöpfer, als ob sie nicht lenkt, es offenbart sich die Natur des Geschöpfes. Und das ist gut so. Dann sehen wir, wer ist derjenige, wer ist der Schöpfer? Früher hat Schöpfer sein Verlangen unterdrückt und jetzt nicht mehr. Und es befindet sich in eigener Macht und steht gegenüber dem Schöpfer wie das eine gegenüber dem anderen. Und offensichtlich ist diese Etappe notwendig, um danach dem Geschöpf zu erlauben, alles zu bestimmen, was es möchte. Und von dem Moment an und weiter kann man über die freie Wahl des Geschöpfes sprechen. Also, dass es zum Geschöpf wurde. Bis hierher war das vollkommen unterdrückt von Schäfer. Also im letzten Satz haben Sie mir das erklärt. Ich wollte hier fragen, ob das ebenfalls im Schöpfungsgedanken eingeschlossen ist. Natürlich, es gibt nichts, was nicht. Es gibt keine Handlungen, die dem Schöpfer diesem Prozess dem Schöpfer gegenüberstehen, als ob. Also es gibt nichts, was im Schöpfungsziel enthalten ist. Warum? Weil wir werden das später studieren, und hoffen auch erlangen und bald, wie es heißt, das Ende der Handlung im anfänglichen Gedanken ist. Also es gibt nichts, wo wir beobachten unsere Welt, die Ursache und das Resultat. Also wenn wir die Ursache sehen, klar, und das Resultat kann dann später als Folge dessen herausspringen, und diesen Prozess kann auch sein, dass wir niemals verstehen werden, wie und warum und wofür. Und spirituell ist es ganz anders. Vor allem ist das Resultat, und das Resultat bestimmt die Ursache und der ganze Prozess und wie die Ursache erlangt wird. Und das bedeutet der anfängliche Gedanke im eigentlichen Ziel. Im Endeffekt enthüllt man, dass man eigentlich gar keine Wahl hat, sondern nur den Weg zu wählen. Nur sich dem Weg anzugleichen. Und das ist auch klar, dass es nicht anders kann, weil wir das Geschöpf sind. Und wir müssen gleichen Weg folgen, welcher bereits vorbereitet war für die Erlangung des Ziels. Und basierend auf dem Ziel kann man verstehen, was der richtige Weg ist, das Ziel zu erreichen. Und dann beginnen wir, unsere Empfindung zu verbreiten, bis wir zum Einklang des Prozesses gelangen und diesen Prozess realisieren. Im Allgemeinen, im Ganzen, mit Hilfe dessen verbreiten wir uns, vergrößern wir uns und gleichen uns den Schöpfer an. Man kann sagen, die endgültige Korrektur, die wir erlangen, das ist im Wesen, damit erlangen wir im Wesen eine richtige Empfindung, die richtige Realität, die richtigen Kelim dafür, um weiterzumachen vielleicht, weil im Allgemeinen ist es nicht ganz klar, der Prozess selbst. Sogar wenn wir die endgültige Korrektur erlangen, wissen wir immer noch nicht, was das wahre Nutzen ist. Ja, es ist gut, es war etwas Unkorrigiertes, jetzt habe ich mich korrigiert, jetzt habe ich den Chef angeglichen, und was ist dann weiter? Trotzdem, diese Frage bleibt bislang. Bitte.
Also gibt es die Quelle der Fülle, es gibt die Fülle und es gibt den Empfänger der Fülle. Was ist diese Fülle, Schäfer? Schäfer, das ist das, von Schöpfer entspringt, was das Verlangen zu empfangen realisiert. Was ist dieser Prozess? Ich kann das noch nicht sagen. Wir haben noch nicht begonnen. Du beginnst bereits, als ob zu sprechen, was im Laufe des ganzen Studiums passiert. Nein, ich bitte zu fragen, das, was wir studieren. Ich möchte nicht so sehr einschränken, aber bitte lass uns dem Test folgen, sonst kann man alle verschiedenen Richtungen sich verlaufen. Punkt 3. Die gerade beschriebene absteigende Ordnung, Ishtal Shelut, das Verlangen zu empfangen, in seiner Endform in dieser Welt zu entwickeln, ist in 4 Unterscheidungen eingeteilt. Diese Ordnung ist im Geheimnis des 4-buchstabigen Namens des Schöpfers Havaya inkodiert. Vor allem sagt er, das Verlangen seiner endgültigen Form, das ist die endgültige Erscheinung. Was ist gut daran, dass er in seiner endgültigen Erscheinungsform ist? Unrein. Dies ist deshalb so, weil diese 4 Buchstaben, Havaya, in seinem Namen die gesamte Wirklichkeit in sich beinhalten, ohne jegliche Ausnahme. Im Allgemeinen kommen diese Buchstaben in den 10 Sephirot zum Ausdruck. Chochma, Bina, Tiferet, Malchut und deren Wurzel, Shoresh. Das sind die 10 Sephirot. Warum 10? Weil die Sphira Tiferet selbst noch 6 Sphirot enthält. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod und Yesod. Die Wurzel dieses Sphirot heißt Keter. Oft aber wird sie nicht mitgezählt, daher werden sie einfach Ruptum genannt. Das bedeutet, es gibt einen Prozess, um das Verlangen zu empfangen, zu seiner endgültigen Form zu bringen. Was gut oder schlecht daran ist, das weiß ich nicht. Aber das ist eben seine Entwicklung bis zu der endgültigen Entwicklungsform. Und das alles existiert entsprechend den Etappen. Die werden studieren, sie müssen passieren. Das sind 4 Etappen der Entwicklung, welche uns in den 4 Buchstaben Havaya bekannt sind, oder 10 Stufen in 10 Sphirot. Ich wollte fragen, was sind diese Stufen, die absteigen? Er sprach über die Fülle und den Willen zu empfangen. Also er hat gesagt, dass diese Schöpfer, diese Güte, die vom Schöpfer entspringt, die ändert sich auf den Stufen. Und die Änderung ist entsprechend den Verlangen zu empfangen, indem du das Verlangen zu empfangen mehr und mehr verschwommen, entfernt wird. Woher kommen diese Stufen? Ich weiß nicht, du fragst, was danach sein wird. Was in 2 Wochen sein wird, ich verstehe nicht. Versteht überhaupt, wie man studiert oder nicht? Das, was wir jetzt studieren können, um uns nicht zu verwirren, sondern dem Text zu folgen, das studieren wir. Du kannst hier eine Zeile verschiedene Fragen stellen, aber das ist nicht richtig. Du musst zusammen mit dem Text folgen. Er sagt dir, dass Schäfer die Fülle von den Stufen entspricht. Das habe ich verstanden. Das ist das, was passiert. Aber die Ursache dessen, darüber kann ich noch nicht fragen. Ich weiß nicht, was das für Stufen sind. Was ist diese Fülle? Wie entspringt das? Das kann 1000 Fragen sein. Und deswegen werden wir das alle studieren. Hier gibt es ein Unverständnis des Prozesses des Studiums. Weiter. Wir lesen weiter. Und sie entsprechen den 4 Welten, genannt Azilut, Bria, Yetzira und Asiya. Die Welt Asiya beinhaltet auch unsere Welt, Olam Hazeh. Es gibt kein einziges Geschöpf in dieser Welt, dessen Wurzel nicht in der Welt der Unendlichkeit, in Ein Sof, liegt. Das heißt, in dem Schöpfungsgedanken, welcher das Verlangen des Schöpfers ist, seinen Geschöpfen Genuss zu bereiten. Dieser Gedanke schließt von Grund auf beides, das Licht und das Gefäß ein. Das heißt, ein gewisses Maß der Lichtfülle, einschließlich des Verlangens, diese Lichtfülle zu empfangen.
Diese Lichtfülle kommt daher unmittelbar aus dem Wesen des Schöpfers, Atzmuto, als Existierendes aus dem Existierenden, Yesh Miyesh, während das Verlangen, Fülle zu empfangen, als Existierendes aus dem Nicht-Existierenden, Yesh Miayin, das heißt aus Nichts, ganz neu erschaffen wurde. Damit das Verlangen zu empfangen seine endgültige Eigenschaft erreicht, muss es zusammen mit der Lichtfülle in ihm durch die vier Welten absteigen. Das heißt, auch die vier Buchstaben selbst, Yud, Hey, Wav, Hey, das sind vier Etappen des Empfangens, das nennt er Welten. Und Schäfer, die Fühle, welches diese Buchstaben oder diese Verlangen füllt, entsprechend den Verlangen, es ändert sich. Das auf diese Art und Weise entsteht ein Prozess. Und er nennt diesen Prozess Welten, Buchstaben. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich weiß nur eins. Etwas, was vom Schöpfer entspringt und allmählich, Schritt für Schritt, sich von ihm entfernt. Und was sagt er? Und dann, entsprechend dem Maß der Entfernung, dieses Schäfer oder die Fühle, das Licht verkleinert sich. Und gemäß der Verkleinerung der Fühle passiert die Entfernung. Das heißt, so ein gewisses Bild, ein Schema, welches einfach ist. Der Schöpfer, oben das Geschöpf, unten und zwischen ihnen haben wir vier Stufen, vier Änderungsstufen, das Verlangen zu empfangen und das, was es Verlangen füllt. Das ist alles. Kann man darüber etwas fragen? Bitte. Nichts im Inneren. Was ist das Verlangen zu empfangen? Was ist Schäfer? Nicht darüber. Sondern er gibt uns ein Bild, ein erst anfängliches Bild. Bitte, was kann man fragen? Was geschieht in dem Moment der ersten Materialisierung des Willens zu empfangen? Ich weiß nicht. Der erste Kontakt, zweite, dritte, ich weiß nicht. Ich studiere nur das, worüber wir jetzt sprechen. Ich frage keine inneren Details, weil er das noch nicht erklärt hat, aber das nur das allgemeine Bild, welches er gegeben hat. Was bekommt der Wille zu empfangen in seinem Absteigen? Das Verlangen zu empfangen in jeder Situation ändert sich. Und ich weiß nicht, warum. Und in Maß der Änderung spüre ich, dass auch die Fühle, die ihn fühlt, ändert sich auch. Fertig, aus. Und wer ist der Erste, wer ist der Zweite? Der Chef ändert sich, also die Fühle ändert sich und entsprechend dem das Verlangen zu empfangen oder das Verlangen zu empfangen ändert sich und entsprechend dem ändert sich die Fühle. Ich weiß es nicht. Man kann das so sagen und so sagen. Er gibt uns diese Erklärung nicht. Gut. Bezüglich dem, was er gesagt hat, wenn man sich vertieft, also bezüglich dem, was er bereits gesagt hat, bitte fragen. Viertens, die Notwendigkeit der absteigenden Entwicklung des Verlangens zu empfangen. Durch die vier oben genannten Unterscheidungen in den Welten Azilut, Bria, Etzera und Asiya wird durch folgendes großes Gesetz der Kelim verursacht, welches lautet: Nur die Ausbreitung des Lichts und sein Rückzug befähigen das Licht zu sein, das Kli zu seiner ihm eigenen Funktion als Gefäß. Die Erklärung dazu ist, solange das Kli von seinem Licht nicht getrennt, sondern mit Licht gefüllt ist, wird es von Licht einbezogen und annulliert sich vor ihm, so wie eine Kerze vor dem Licht einer Fackel. Diese Annullierung resultiert aus der vollständigen und absoluten Gegensätzlichkeit zwischen Licht und Kli. Denn das Licht kommt unmittelbar von Atzmuto, dem Schöpfer, als Existierendes aus dem Existierenden. Und vom Standpunkt des Schöpfungsgedanken aus, in Ein Sof, ist das Licht voll und ganz auf das Geben ausgerichtet und hat nicht die kleinste Spur des Verlangens zu empfangen. Der absolute Gegensatz dazu ist das Kli. Es ist das große Verlangen, die genannte Lichtfülle, Schäfer, zu empfangen, was jeder neu entstandenen Schöpfung zugrunde liegt und deren Wurzel ist. Das Kli hat nichts mit dem Geben zu tun.
Indem sie unzertrennlich miteinander verbunden sind, annulliert sich das Verlangen zu empfangen vor dem in ihm enthaltenen Licht. So kann das Kli seine Form erst bestimmen, nachdem sich das Licht zum ersten Mal entfernt hat. Und dann, nach dem Rückzug des Lichts, fängt das Kli an, sich nach diesem Licht zu sehnen. Diese Sehnsucht bestimmt und setzt die gehörige Form des Verlangens zu empfangen fest. Nachdem das Licht zurückgekommen und sich im Kli eingekleidet hat, werden Licht und Kli als zwei getrennte Objekte betrachtet. Kli und Licht bzw. Körper und Leben. Und richte dein Augenmerk darauf, denn dies ist das Tiefste vom Tiefsten. Das Verlangen zu empfangen, die Fühle in ihm, entfernen sich vom Schöpfer und werden materialisiert. Also entsprechend dem, das Verlangen zu empfangen, sich materialisiert, materialisiert sich Schäfer oder umgekehrt. Also, trotzdem, Schäfer, die Fühle, lässt das Verlangen zu empfangen stehen. Und deswegen, das Verlangen zu empfangen, in seine dieser Art, kann man nicht Geschöpf nennen. Nein, weil es immer noch das Resultat von der Fühle ist, welches sie fühlt. Wann können wir sehen, was ist das Geschöpf? Dann, wenn die Trennung zwischen ihnen passiert. Und dann, bezüglich dieser Treffung, dieses Geschöpf, welches sich vom Einfluss des Schöpfers getrennt hat, als ob, natürlich, das alles ist nur unter gewissen Bedingungen. Dann kann das Geschöpf selbstständig bestimmen, was möchte sie, auf welche Art und Weise möchte sie, dass es die Fühle entfühlt oder aus ihnen wieder heraustritt. Und so weiter. Das Geschäft beginnt, sich selbst zu zeigen, erst nachdem es vom Schöpfer getrennt wird, weil sonst Schöpfer das ganze Benehmen des Geschöpfes bestimmt. Das heißt, die Trennung von der Fühle, also dem Schöpfer von dem Geschöpf, das ist notwendig. Ohne dem gibt es kein Geschöpf, sondern es gibt etwas, eine Kopie des Schöpfers, welche keine Wahl hat, nichts Selbstständiges besitzt. Und dann, nachdem es sich trennt, dann können wir es besprechen und beobachten, was hat auf es Einfluss, was lenkt es, welche Handlungen, welche Resultate. Und dann kann man sagen, über etwas sprechen, was außerhalb des Schöpfers existiert. Und in einem gewissen Ausmaß nur, weil wenn seine Handlungen gezwungenermaßen sind, entsprechenden Rishimot, entsprechend all den Daten, die ihm geblieben sind vom klaren Licht, dann existiert es auch erzwungenermaßen, basiert auf seinem allgemeinen Verlangen zu empfangen, welches es aufrecht erhält in seiner besten Art. Oder es kann bereits im Zustand gelangen, wenn er sich erhebt über der eigenen Natur, um in einer besseren Art zu existieren, also getrennt von dem existierenden Prozess zu sein, im Geben zu sein, in Entscheidungen zu sein, die gegen die eigene Natur sind, dann wird es in dem selbstständig. Und dann kann man sagen, das ist das Geschöpf. Es befindet sich nicht unter der absoluten Macht des Schöpfers. Es hat eine Wahl, es hat eine Trennung, es hat eine Entscheidung, über die eigene Natur zu handeln. Das ist bereits eine andere Stufe. Von dem Moment an und weiter können wir sagen, dass es einen Schöpfer gibt und es statt das Geschöpf. Davor gibt es das Geschöpf nicht. Ist das klar? Fragen? Warum? Wenn es klar ist, dann ist es gut. Das heißt, es muss einen Bedarf am Zerbrechen geben, einen Bedarf an der Enthüllung des Willens zu Empfangens geben, das der Schöpfer geschaffen hat, und einen Bedarf der Erhebung über das eigene Willen zu Empfangen des Geschöpfes. Denn der Wille zu Empfangen ist ein direkter Einfluss des Lichtes. Wie kann man sich über den Willen zu Empfangen erheben? Wie kann man im Glauben über dem Verstand sein? Wie kann man verkehrt sein?
dass man quasi gegensätzlich zum Schöpfer wird. All diese Sachen sind eine notwendige Vorbereitung, damit der Mensch, damit man überhaupt zu einem Menschen wird, der auf beiden Beinen in der Welt steht und der dem Schöpfer gegenüberstehen kann und sich bestimmen kann, als dass man gegen den Schöpfer ist oder entgegengesetzt zum Schöpfer. Darüber werden wir noch sprechen, wie sehr diese Gegensätzlichkeit wirklich bestehen kann, sein kann. Ich sage euch nochmals, bitte stellt Fragen zum Thema. Können Sie noch einmal klarstellen, das Geschöpf, der Schöpfer, wenn die Fülle aus dem Ausströmenden hervorkommt und den Ausgeströmten füllt, so ist der Ausgeströmte oder dieses Geschöpf noch immer unter der Herrschaft des Ausströmenden, des Schöpfers. Und alle Berechnungen, alles, was geschieht, geschieht durch den Ausströmenden, den Schöpfer. Also alles geschieht gemäß dem, wie der Ausströmende das bestimmt. Und wann gibt es die Trennung? Dann, wenn die Fülle nicht zum Ausgeströmten gelangt, der Ausgeströmte sich vom Schöpfer trennt und selbst seine Form des Verhaltens bestimmen möchte und sagt aus. Das ist so, wie wenn du bei deinem Gastgeber bist und du sagst deinem Gastgeber, stopp, bis hierher. Mehr möchte ich von dir nicht erhalten, denn mein Empfangen möchte ich jetzt eigenständig bestimmen. Nicht, dass die Fülle mein Verhalten bestimmt, sondern wenn ich mich von dieser Fülle trenne, dann kann ich meine Eigenständigkeit bestimmen. Weiters? Gab es noch jemanden? Was willst du? Er schreibt hier, dass nachdem das Licht zurückkehrt und sich entkleidet, dann gibt es bereits zwei verschiedene Objekte. Das heißt dann in der Fortführung, wenn es die Füllung gibt, dann gibt es einen Unterschied zwischen Kli und dem Licht. Also das Licht unterdrückt nicht das Kli. Das füllende Licht herrscht nicht über das Geschöpf. Und diese Form heißt dann, dass das Geschöpf gibt und nicht empfängt. Also das Geschöpf bestimmt dann, dass es empfängt. Klar? Also bemüht euch, euch dem Text zu fügen und der Erklärung zu fügen. Wir lesen weiter. Seite 590, Punkt 5. Daher braucht man die vier Unterscheidungen, die im Namen Havaya enkodiert sind und Chochma, Bina, Tiferet und Malchut heißen. Pina Aleph, welches Chochma heißt, beinhaltet die Gesamtheit des Ausgeströmten, also das Licht und das Kli. In diesem ist das große Verlangen zu empfangen im gesamten Licht enthalten, welches Or Chochma genannt wird oder Or Chaya. Denn das ist das gesamte Licht des Lebens, welches im Angeströmten eingekleidet ist im Kli. Das heißt, den Willen zu empfangen, den der Schöpfer geschaffen hat, mit der Fülle, die der Schöpfer geschaffen hat, das ist die Prina Aleph, die Ausbreitung von seitens des Schöpfers zum Geschöpf. Und hier gibt es noch keinen eigenständigen Willen des Geschöpfes. Und das Geschöpf kann auch über die Fülle nichts bestimmen. So wie es vom Schöpfer aus hervorkommt, so füllt es das Geschöpf. Also diese Pina Aleph wird jedoch weiterhin lediglich als Licht angesehen. Und das Kli dieser Stufe ist fast nicht erkennbar, denn es ist mit dem Licht vermischt und verschwindet in ihm wie eine Kerze vor einer Fackel. Danach kommt Hinabet, das geschieht, da das Kli Chochma am Ende seiner Entwicklung die Übereinstimmung mit dem höheren Licht Or Elion in ihm durch die Angleichung der Form erreicht. Das heißt, das Licht, die Fülle, der Einfluss, die Wirkung des Ausströmenden auf den Ausgeströmten,
Das ist das Erste. Und hier sehen wir, dass der Ausströmende bestimmt. Er bestimmt den Willen zu empfangen des Ausgeströmten und beginnt, ihn zu verändern. Und dadurch verändert sich der Ausgeströmte. Das bedeutet, dass im Kli Chochmah das Verlangen, dem Ausströmenden zu gehen, wach wird, analog der Natur, das Licht in seinem Inneren, welches Vollkommenes geben ist. Das heißt, mit Hilfe der Wirkung des Ausströmenden verändert sich der Wille zu empfangen des Ausgeströmten. Das ist gut zu wissen, denn wenn jemand mal etwas in sich verändern möchte, muss er wissen, dass er eine Verbindung zum Ausströmenden braucht. Alleine kann er das nicht. Aber wenn in mir plötzlich etwas erwacht, mich zu verändern, dann kommt das auch vom Ausströmenden. Und dann hat man eigentlich keine andere Wahl, sondern wenn man sich ändern möchte, muss man sich auch an den Ausströmenden wenden. Als Antwort auf das Erwachen dieses Verlangens kommt von Ausströmen ein neues Licht. Daher entledigte sich Pinale fast vollständig des Lichts Or Chochmah, das vom Ausströmenden gegeben wurde. Denn dieses Licht Or Chochmah kann nur in einem passenden Kli empfangen werden. Deswegen unterscheidet sich das Licht und das Kli Pinabet völlig von den Pinale, denn das Kli von Pinabet ist das Verlangen zu geben. Das Licht dieser Stufe wird als Or Hasadim definiert. Das bedeutet, das Licht welches auf Skra. Diese Kraft von Vekut kommt ausschließlich von dem Ausströmenden. Dieses Licht, das ihn füllt, bringt ihn dazu, dass man sich angleichen möchte an den Ausströmenden. Und das führt zur Transformation im Pinabet, dass man dem Ausströmenden angleichen möchte. Und das Verlangen zu geben führt zu den Eigenschaften des Schöpfers. Aber das ist notwendigerweise, ohne irgendwelche Veränderungen, ohne irgendwelche Veränderungen seitens des Geschöpfes, sondern das höhere Licht, weil es das Erste ist und weil es der Genuss ist und den Willen zu empfangen geschaffen hat, gibt es hier bei uns eine gewisse Form der Beziehung zwischen der Fülle und dem Verlangen. Danach kommt Pina Gimel, Phase 3, nachdem das Licht innerhalb des Ausströmenden sich bis zu der Stufe Or Hasadim und der völligen Abwesenheit des Lichts. Denn das Verlangen ist das Verlangen. Man kann nicht sowohl das eine als auch das andere haben wollen. Wenn es die Übereinstimmung der Form haben möchte, befindet man sich in dem Willen zu geben. Möchte man empfangen, ist man im Willen zu empfangen. Deshalb kann es nicht sein, dass der Wille zu geben kommt und der Wille zu empfangen so bleibt wie zuvor. Denn, und dass jetzt das Or Hasadim kommt und das Or Chochmah bleibt wie zuvor, das kann nicht sein. Danach werden wir lernen, dass das doch sein kann, aber das geht nur mit Hilfe der Absicht des Empfangens, um zu geben. Dann kommt das Licht von Chochmah. Das ist beides möglich, dass das sowohl Or Hasadim als auch das Or Hasadim als auch das Or Chochmah in Vollständigkeit sein kann. Aber momentan ist es noch nicht möglich, denn das Verlangen ist das Verlangen. Und es ist bekannt, dass gerade Or Chochmah ist die Essenz und Hauptlebensenergie des Ausströmens. Deshalb wurde die Pinabet am Ende der Entwicklung wach. Sie empfand den Mangel an Or Chochmah und zog eine gewisse Menge des Lichts Or Chochmah an sich, um innerhalb des Lichts Or Chochmah, welches in ihr ist, zu scheinen. Denn das ist notwendigerweise. Der Wille zu empfangen kann ohne Or Chochmah nicht leben. Er wurde mit Hilfe von Or Chochmah geschaffen. Wenn das Or Chochmah in ihm verschwindet, wird dieser Wille zu empfangen aufgelöst. Deshalb gibt es das Verlangen, ein gewisses Maß an Or Chochmah heranzuziehen, um zu existieren. Aber in seiner man möchte trotzdem im vollen Ausmaß zu Or Hasadim anziehen. Dieses Erwachen verursachte nun die erneute Anziehung einer gewissen Menge des Verlangens zu empfangen in einer neuen Form. So wurde ein neues Kli geformt,
das Glied, das Pina Gibel bzw. Tiferet heißt. Das Licht in dieser Pina heißt Or Hasadim mit Herat Chochma. Denn das größte Teil dieses Lichts ist das Or Hasadim und der geringste Teil, geringere Teil ist Or Chochma. Danach kommt Pina Dalet. Ebenso wurde das Kli der Pina Gimel am Ende ihrer Entwicklungsphase wach und zog das Licht Or Chochma an sich. Jedoch in der ganzen Fülle, wie es in Pina Alef war. Dieses erwachte Verlangen, also die Sehnsucht im Ausmaß der Begierde das nach Licht, wie sie Pina Alef innewohnte und noch mehr als das. Denn jetzt, nachdem das Or Chochma einmal verschwunden ist und sich nicht mehr am Ausströmen kleidet, sehnt er sich danach. Daher verlangt er nach seinem Licht Or Chochma viel stärker, als es in Pina Alef war. Daher besteht das Verlangen zu empfangen in seiner ganzen Vollkommenheit. Denn nach der Ausbreitung des Or und dessen anschließenden Verschwinden wird das Kli bestimmt. Später, wenn das Kli nun vom Neun das Licht empfängt, gilt, wird das Pina Malchut genannt. Der Wille zu empfangen möchte sich an Or Hasadim, an mit Or Hasadim an Keter angleichen. Und danach zieht es ein Or Chochma wieder an. Es wollte eigentlich nicht ein Or Chochma heranziehen, sondern nur als Serampin existieren. Aber wenn es, nachdem es im Pina, es fühlt danach, dass es Or Chochma wieder heranziehen möchte, wie in Chochma. Bloß in Chochma wurde es ausgestimmt von seitens des Ausströmenden und jetzt zieht es das in Form des, von selbst an. Deshalb ist das Heranziehen des das eigenständige Heranziehen des Or Chochma in Dalet selbst, das ist das eigene Verlangen des Geschöpfes von Malchut. Und deshalb wird das Malchut genannt. Und hier sehen wir, dass das Kli, das im Pina Shoresh, welches vollkommen von dem Licht hervorgekommen ist, nun selbst zu einem Zustand gelangt, wo es das Licht in eigenständiger Weise heranziehen möchte. Fragen? Es ist nicht klar, warum er das Licht Chochma in seiner ganzen Fülle will. Weil es am Anfang fühlt, dass es nicht ohne dem Licht kann. Das Geschöpf strebt danach, strebt nach Or Hasadim, so zu sein wie der Schöpfer. Und indem das Licht von Chochma größer ist als das Kli, weil es das Erste ist. Es kommt zuerst, es bestimmt und das Licht ist vollkommen. Das Kli will das Licht und nicht das Licht will das Kli. Also jenes Kli, welches sich dem Licht angleichen möchte, möchte so sein wie das Licht. Möchte gebend sein. Und dann füllt es sich selbst in der Eigenschaft des Gebens, in der Beziehung zum Geben. Und das ist Prinabet. Danach, indem es sich so zum Ausströmenden verhält, wie der Ausströmende zum Kli. Also, so beginnt in Prinabet das Kli eine Beziehung zum Ausströmenden aufzubauen. Das ist, es schaut jetzt nicht auf die Fülle, sondern auf den Ausströmenden. Und so verhält sie sich zu ihr. Also Prinabet. Es möchte sich nicht an die Fülle angleichen, sondern an den Ausströmenden. Und indem das Prinabet macht, fühlt sie, dass sie so nicht existieren kann, weil sie gemäß ihrer Natur so aufgebaut ist, dass sie von Or Chochma leben muss. Also zieht sie ein wenig Or Chochma heran, um eine gewisse Lebensenergie zu haben und dadurch zu leben. Und indem sie dieses Or Chochma heranzieht in einem geringen Maß, das ist bereits die Prina Serampin. Und Serampin, welches hier nun sieht, dass es Or Chochma gibt und Or de Chassadim, wählt es
zwischen dem, was für sich am wichtigsten ist. Und das ist Or Chochma. Und deshalb zieht es heran, das Or Chochma in sich heran und weist das Or Chasadim zurück. Und dadurch entsteht die Prina Malchut. Malchut sagt, das Prina Dalet sagt, für mich ist gemäß meiner Natur wichtig, das Or Chochma heranzuziehen. Aber was ist mit der Erfüllung des Ausströmenden? Das besorgt mich nicht, weil das hat mich zuvor vielleicht besorgt. Aber wenn ich jetzt ein wenig Or Chochma heranziehe und auch Or Chasadim habe, dann wähle ich hauptsächlich Or Chochma. Und wir sehen, dass im Endeffekt durch diese vier Unterscheidungen das Kli, also der Wille zu empfangen, getrennt wird, auf der einen Seite sich vom Ausströmenden trennt, indem es eigenständig das Verlangen wählt, sich mit Or Chochma vom Ausströmenden zu füllen. Und nun stellt sich die Frage, was geschieht weiter? Denn so wie wir diese vier Unterscheidungen in direkter und in gegensätzlicher Weise haben, das ist in Prina Aleph sind sie beide miteinander zusammen, in Prina Bet möchte sich das Kli der Natur des Schöpfers angleichen, in Prina Gimel befindet sich sowohl darin als auch in dem anderen und wählt aber trotzdem für sich selbst zu empfangen, so folgt daraus, dass es hier in diesen vier Prinot Unterscheidungen gibt. Und all diese Veränderungen prägen sich dann in Welten aus, in Zerbrechen, in allen möglichen Zuständen, bis das Geschöpf sich wiederfindet in Realisierung all dieser vier Prinot, in einer Trennung vom Schöpfer. Und dann sehen wir, wie es dadurch zur Übereinstimmung der Form an den Schöpfer gelangt. Hier in diesen vier Prinot, in diesen vier Unterscheidungen gibt es ein Programm, wie man zu einem Zustand gelangt, dass Prina Dalet nicht nur in einer Sehnsucht nach Or Chochma ist, sondern überhaupt in einer Sehnsucht, Chochma in der Absicht, um zu geben, zu erhalten. Und hierzu muss man ihr noch ein weiteres System geben. Das alles kommt vom Schöpfer. Das Geschöpf hat damit nichts zu tun. Das ist richtig. Und? Also ist nicht der Partner in diesem Prozess. Ja, es wird eine Trennung geben, bis es ein Partner wird. Das ist die nächste Etappe, ja. Aber um das Geschöpf zu seiner endgültigen Form zu bringen, haben wir eben vier Prinot, vier Unterscheidungen. Bitte, Dani. Ich habe nicht verstanden, was Sie gesagt haben. Wie zwischen Gimel und Dalet hat er sich abgesagt von den Chassadim. In Prina Gimel fühlt sie, dass sie eine Füllung von, also fühlt das Kli, dass es eine Füllung von Chassadim hat, aber ein Verlangen nach Chochma hat. Denn das natürliche Verlangen ist das Verlangen nach Or Chochma. Und das Verlangen nach Or Chasadim ist ein unnatürliches Verlangen. Deshalb wählt das Kli das Or Chochma. Stell dir vor, ein Kind, wie ein Kind ist. Ein Kind, das eine Süßigkeit bekommen möchte. Und du sagst dem Kind, du musst aber zuerst mal deinen Brei essen. Verstehst du das den Zustand des Kindes? Ganz egal, was du dem Kind erklärst und erzählst, dass der Brei gesund ist. Das interessiert das Kind nicht. Das sind Absichten. Aber sein Verlangen ist ausgerichtet auf diese Süßigkeit, auf dieses Zuckerl, das neben dem Brei ist. Also worauf glaubst du, was wird das Kind wählen? Beide Verlangen sind bereits im Kind. Das ist nicht mehr einfach binar. Das sagt, ich möchte komplett geben. Und dann sagt, ich brauche ein bisschen Chochma. Dieser Rampen ist bereits in so einem Zustand, dass es beide hat. Und gemäß seiner Natur, seines Willens zu empfangen, bleibt er so. Und das ist nicht bloß eine, das ist gemäß seiner Aufgabe, ändert, sondern es gibt hier das Licht. Hier gibt es nun diese beiden Lichter, und indem sie in Serampin sind, geben sie Serampin eine ganz klare Entscheidung, sodass
Serampin wirklich nun Chochma will. In Binah, ist es so, dass es dass zum Beispiel ein Kind kommt von der Mutter hervor. Es kommt von der Mutter hervor. Will die Mutter, dass es Chassadim will? Nein, das Kind will Chochma. Bitte schön. Was bedeutet das Ende der Pchina? Er sagt Pchina in seiner Vollendung. Das Licht, das auf den Willen zu empfangen wirkt, verändert den Willen zu empfangen, bis beide miteinander verbunden sind. Der Wille zu empfangen, welcher sich ändert, fühlt die Fülle in Or de Chassadim, also Or de Chassadim, und sind beide miteinander verbunden. So gibt es einen Anfang der Pchina und Vollendung der Pchina, es gibt einen Unterschied zwischen ihnen? Natürlich. Jede Pchina besteht aus vier weiteren Pchinot. Im dritten Buch hat er geschrieben, dass das Verlangen zu empfangen zusammen mit Schäfer hinabsteigt, mit der Fülle. Und jetzt haben wir über die Trennung gesprochen, dass es eine Trennung gibt. Ich verstehe nicht, wie das zusammenkommt. Wenn der Wille zu empfangen sich ausbreitet, wächst, verändert und sich durch die Fülle beeindrucken lässt, beginnt er selbst zu bestimmen, wie die Fülle in ihm auszusehen hat. Du kannst sagen, das Licht ist das Licht, wo ist der Unterschied? Aber der Unterschied liegt nicht in dem Licht, in dem abstrakten Licht, sondern der Unterschied liegt darin, wie sehr der Ausströmende, der das Geschöpf füllt, sieht, wie sich dieses Geschöpf verändert. Das Geschöpf verändert sich durch den Einfluss des Ausströmenden. Jetzt ist die Frage, wie sehr gibt es eine freie Wahl des Geschöpfes hier zu prüfen? Was möchte der Ausströmende haben? Wie kann ich mit ihm auf der gleichen Stufe sein? Auf einer wirklich gleichen Stufe. Worin gleich? Diese Gleichheit, zu der es strebt, bringt das Geschöpf zu einer Übereinstimmung der Form. So wie er mir gibt, möchte ich mir auch geben. Warum? Hier stellt sich die Frage, möchte ich so sein wie der Ausströmende, weil ich so groß sein möchte wie er? Oder ich möchte nicht wegen diesem Stolz so sein wie er, sondern wegen der Liebe, die er mir erweist. Und hier fangen die Veränderungen an, die im Menschen sind. Und sie fangen erst an nach deiner Trennung. Also auch die Fühle ändert sich auch, als ob? Natürlich. Natürlich, gemäß der Empfindung des Ausgeströmten, des Winds zu empfangen. Der Wille zu empfangen ist selbst abstrakt. Wenn es kein Streben nach Willen zu empfangen oder nach Willen zu geben gibt, dann verändert sich die Fühle nicht. Wir wissen, dass die Angleichung der Form in den Eigenschaften passiert. Und hier schreibt er, dass die Angleichung der Form die Verschmelzung ist. Das ist nicht klar. Es gibt das Verlangen und es gibt die Form des Verlangens. Du hast viele Wünsche. Du hast einen Löwen, du hast eine Katze, du hast einen Hund, du hast eine Katze. Wie sehr verändert sich das Verlangen, in welcher Form es genießen möchte? Vom Empfangen oder vom Geben? Soll ich von der Fülle selbst Genuss haben oder von der Angleichung an den Ausströmenden? Es gibt unterschiedliche Formen des Genusses. Und die Verschmelzung, was bedeutet das? Die Vekut, also die Anhaftung heißt, wie
du enthüllst, das gemäß deiner Wurzel, des Willens zu empfangen und deines Willens zu geben, dass du in dieser selben Form sein möchtest. Das heißt Vekut. Du kannst den Willen zu empfangen, kann niemals sein, aber es kann Anhaftung in der Form des Willens zu empfangen geben. So wie er gebend sein möchte, möchtest du auch die Form des Gebens erlangen. Und du hast solche Unterscheidungen, solche Prinot, die es im bewegungslosen, pflanzlichen und tierischen nicht gibt. Wenn du mir hier eine Katze herbringst, wir haben mal hier eine Katze gesehen, lebt sie noch oder nicht? Vielleicht hier unter mir. Also diese Katze hat absolut kein Problem, dass sie nackt herumgeht. Hast du mal eine Katze gesehen? Sie hat keine Kleidung. Aber du hast ein schönes Hemd angezogen, du hast ein schönes T-Shirt angezogen, ein Hemd, hast dir eine Hose angezogen, hast dir Brillen gekauft, die so aussehen oder anders. Warum? Weil es dir darum geht, um eine Beziehung zu deiner Umgebung. Das alles gibt es nicht auf der Stufe des bewegungslos pflanzlichen und tierischen. Und das ist der Beginn der Scham. Der Mensch ist abhängig von seiner Umgebung. Mit Hilfe dessen gelangt er zu noch größeren Veränderungen. Und das wird als Kleidungen bezeichnet, oder Kleidungen der Liebe. Also man kann, oder mit Hilfe von Or Hozer. Frage von Igor aus der Ukraine. Or, das Licht im Kli, ist es die Offenbarung neuer Schichten des Verlangens? Denn das Licht ist nicht verschwunden, es ist geblieben und er hat das Kli verbreitet. Und die Frage ist die folgende: Die Entstehung des neuen Aviuts. Oder sollen wir noch mal fragen? Das muss nicht sein. Das Licht, welches auf das Kli wirkt, vergrößert immer die Aviut des Klis. Es wirkt nur in einer Weise. Maß, wie sie, das Kli muss die Gegensätzlichkeit zum Ausströmenden empfinden. Das ist das, was diese Gegensätzlichkeit, das ist das, was in dem Kli wirkt. Und das bringt das Kli zur richtigen Wirkungsweise, zur richtigen Handlungsweise. Moskau. Frage, es kommt heraus, dass es einfaches, rundes Verlangen, ja, in allen vier Stadien. Also im zweiten Stadium möchte es gleichmäßig sich dem Schöpfer angleichen oder nur ein bestimmter Teil von ihm verlangen. Es ist nicht klar, auch im dritten Stadium, wie hat es nur einen Teil, welches es Adim gebildet und ein anderer Teil, welches Hochma bekommt, bis wenn das Verlangen gleichmäßig und einfach ist. In jeder Prina gibt es sowohl diese Teile als auch andere Teile. Jede Prina ist für sich selbst, existiert für sich selbst und hat dementsprechend eine Beziehung zu Chochma, zu Chassadim, zu Willen zu empfangen, zu Willen zu geben. Jede Prina kommt aus der anderen vorgehenden Prina und die neue Prina steht auf der alten und entsteht und handelt dementsprechend. Sagen wir, Aleph ist ganz klar, Aleph kommt von Shoresh, von dem Willen zu geben. Aber wenn von Prina Aleph Bet kommt, so gibt es in Aleph Shoresh drin, den Willen des Ausstimmenden. Es gibt die Fülle, die Aleph erhält. Es gibt den Willen zu empfangen, welche vom Schöpfungsempfangen kommt. Das heißt, von Shoresh, das heißt, Prina Aleph hat einige Unterscheidungen. Und Aleph, welche das Licht empfängt, gemäß den Wünschen und sich fühlt und fühlt, woher das Licht kommt, vom Ausströmenden. Der Ausströmende gibt, Prina Aleph gibt und ich bin der Empfänger und ich empfange, weil ich ebenfalls der Gebende sein möchte. Warum? Weil der Höhere gibt und ich ebenfalls sein möchte. Aber wenn der Größere mir gibt, irgendeinen Genuss, so gibt er mir auch seine Stärke, seine Größe,
dass er der Große ist und ich möchte auch seine Größe erhalten. Und wie erhalte ich seine Größe? Indem ich mich ihm angleichen möchte, indem ich ähnlich sein möchte wie er. Also was macht Pinabet? Sie sagt, ich möchte dieses Or Chochma nicht empfangen, sondern ich möchte in Chassadim sein. Ich möchte wie der Ausströmende sein. Das ist für mich noch mehr Fülle. Deshalb ist Chinabet hat noch mehr Wut. Ihr müsst mehr darüber nachdenken. Ich kann euch nicht die vier Prinot erklären. Ihr müsst mehr darüber nachdenken. Also Chinabet möchte so sein wie der Ausströmende sein. Ich möchte nicht von ihm irgendeine Portion erhalten, die mich füllt, sondern ich möchte so sein wie er. Was fühlt Chinabet? Sie fühlt, dass sie die Fülle haben möchte, die es im Ausströmenden gibt und nicht das, was ihr Kli fühlt. Also ist sie eine noch größere Prina, eine noch gröbere, noch egoistischere Prina. Es ist Bet Daviut, nicht Aleph Daviut. Und darin zeigt sich das Geschöpf. Ich möchte das haben, was er hat. Ich möchte auf seiner Stufe sein. Geben, wenn ich geben soll. Okay, dann gebe ich, aber das ist viel mehr. Ich möchte so sein wie der Ausströmende, nicht wie das Geschöpf. Und da ist dieser Unterschied zwischen Prina Aleph und Prina Bet ist wirklich wesentlich. Prina Gimel wiegt nur ab. Nach all den Berechnungen von Prina Aleph und Prina Bet fragt sich Prina Gimel, was wähle ich aus? In mir gibt es Chassadim und Chochma und natürlich wähle ich in mir dann nur noch Chochma. Aber ich werde dann nicht so sein wie der Ausströmende sein. Okay, das besorgt mich nicht so, dass ich nicht so bin wie der Ausströmende. Aber mich besorgt mein Kli als Ausgeströmter, als Geschöpf zu füllen. Ich will das. Aber man sagt, okay, wenn du dich jetzt aber vom Ausströmenden trennen wirst, diese Frage erwacht nicht in Prina Gimel, weil sie gemäß dem Willen zu empfangen, welches sich in ihr offenbart, handelt. Das ist nur die Fülle. Nur die Füllung. Und die Füllung ist Or Chochma. Deshalb ist das die Herrschaft des Willens zu empfangen. Malchut. Und nur nachdem sie empfängt und sich die Fülle in ihr offenbart, bringt die Fülle, die sich in ihr offenbart, bringt das Kli wieder zu einer Entscheidung. Na gut, was hast du jetzt gemacht? Na, richtig, dass du jetzt deine Fülle deines Willens zu empfangen hast, aber deine Wurzel ist der Ausströmende. Und wiederum hat das Kli keine Ruhe. Und das nennen wir dann den Punkt im Herzen, der sich offenbart. Und so offenbaren sich die vier Prinot. In Ordnung? Man muss sich da bemüht, euch das zu verstehen. Ich wollte verstehen, welchen Unterschied gibt es Pina Aleph und Pina Dalet. Immer haben sie das so erklärt, dass Aleph möchte wie das Tier nur Genuss haben. Aleph, ich erkläre euch das jetzt in einer Weise, die nicht technisch ist, sondern zielgerichtet. Im Prina Aleph kommt der Wille zu Empfang vom Ausströmenden, vom Prina Shorosh. Der Ausströmende im Prina Aleph bestimmt, dass dieser Wille zu empfangen jetzt mit der Fülle, wie die vom Ausströmenden kommt, gefüllt wird. Also haben wir den Willen zu empfangen und die Fülle, die von ihm kommt. Und das kommt alles vom Prina Shorosh. Im Prina Dalet erwacht der Wille zu empfangen, man kann sagen, am Ende vom Prina Gimel. Und das Geschöpf bestimmt nun, dass es diese Fülle haben möchte. Das heißt, beide, sowohl der Wille als auch die Fülle, das heißt das Licht und das Kli, bestimmt das Geschöpf, dass diese beiden von oben kommen. Aber wer ist derjenige, der bestimmt? Das Kli, der Ausgeströmte. Aber in Prina Shorosh gibt es noch keinen Ausströmenden, noch keinen Ausgeströmten, sondern der bestimmte Ausgeströmte noch nicht, sondern der Schöpfer bestimmt, der Ausströmende. Das ist das Kli. Und in Prina Aleph
Das heißt, das Licht und das Kli unterscheiden sich wesentlich von Prina Dalet, wo das Kli und das Licht vom Geschöpf bestimmt wird. Die Frage ist, wer bestimmt hier? Der Schöpfer oder das Geschöpf? Das ist klar. Dieser Punkt ist der wesentlich. Genau da ist der Punkt, hier, in dem es dann immer wieder eine Konfrontation gibt zwischen dem Schöpfer und dem Schöpfer. Dem Geschöpf und dem Schöpfer. Nicht das Licht und das Kli, sondern wer bestimmt, das ist das Wesentliche. Kann man sagen, dass Pina Dalet vom Status des Schöpfers Genuss haben möchte. Das ist das Wesen, den Schöpfer auszunutzen. Deswegen. Nein. Prina Dalet bestimmt noch gemäß den Bedingungen, die bestimmt wurden. Sie bestimmt, dass sie die Fülle erhalten möchte. Es kommt vom Ausströmenden, ich möchte, meinen Willen zu empfangen, erwecke ich von ihm und auch die Fülle, die von ihm kommt. Und dann, wenn das Kli vom Ausströmenden kommt und auch die Fülle von dem Ausströmenden kommt, fühlt sie, dass sie vollkommen abhängig ist vom Ausströmenden. Und dann offenbart sich ihr eine dass sie keine Eigenständigkeit hat. Wer bin ich? Was bin ich dann? Und dieses Ich fühlt sich dann so an, dass es nicht existiert. Und das ist die Scham. Nochmal, Aleph und Dalet, der Unterschied zwischen ihnen ist wesentlich, weil Dalet selbstständig vom der Fülle Genuss haben möchte und Aleph kommt vom Schöpfer. Aber es möchte noch nicht wie der Schöpfer sein. Das heißt, ja? In Prina Aleph bestimmt nichts und Prina Dalet bestimmt alles. Also sowohl den Willen als auch das Licht zu empfangen. Und deshalb hat es Scham. Bitte. Scham ist nicht wegen dem Unterschied zwischen Prina Dalet und dem Schöpfer, also das Gefühl des Unterschieds. Die Scham ist wegen dem Unterschied. Aber worin liegt dieser Unterschied? In Eigenschaften. Wenn das darin liegt, im Verlangen, dann kommt natürlich das Verlangen vom Ausströmenden. Wenn es die Fülle ist, dann kommt natürlich auch die Fülle vom Ausströmenden. Deshalb ist das, was er dann später sagt, dass die Empfindung dieses Funkens, über den wir sprechen, dass wir sagen, dass dies die Scham ist, dies ist nur besonderen Seelen vorbehalten. Natürlich erhalte ich alles vom Schöpfer. Wie soll ich das sagen? Aber wenn dem so ist, wo ist dann mein Ich? Existiert es nicht? Existiert es oder existiert es nicht? Vielleicht sollte ich einfach gehen und mein Hirn von all diesen Dummheiten trennen und so existieren wie alle anderen. Sondern was ist hier dieser Punkt, welcher über das Geschöpf spricht und dem Geschöpf keine Möglichkeit gibt, sich zu annullieren. Und hier im Fluss des Lebens zu strömen wie gestern. Warum steht das Geschöpf auf und sagt, damit bin ich nicht einverstanden, ich kann nicht anders. Das ist der Punkt, der jetzt in Malchut erwacht. Und nebenbei gesagt, es hat gar keine Rechtfertigung. Gemäß der Logik gibt es gar keine Rechtfertigung. Mach weiter wie ein Tier und stirb und sogar noch mehr als das. Danach wird sich dir offenbaren, dass jemand, der nichts gemacht hat und du, der darin sein ganzes Leben investiert hat, das gibt keinen Unterschied. Es ist alles in der Absicht, um zu geben.
Was ist dieser Unterschied, welche nicht erlaubt, welche ihn zwingt, das Licht abzustoßen, also diese Scham? Ja, im vierten Stadium. Was ist dort Neues, wenn das nicht das Gefühl der Unabhängigkeit ist? Weil in Prina Dalet ist Teil zwischen Licht und Glim, Ende von Prina Dimel, das schon verlangt zu empfangen selbst. Und es bekommt, es lädt ein, das Licht und die Fülle vom Hervorbringer. Und deswegen, und aber es lädt es ein. Deswegen Prina Bet ist es nicht genug. In Prina Gimel ist auch nicht genug. Und dann da lädt es einmal das Licht ein, dann das Glim. Kennt ihr das noch? Der ausrichtet, nicht ausrichtet. Weil er geben wollte? Wenn er geben wollte, dann würde er geben, aber die Fülle kommt von oben immer noch. Und hier, beides verlangt zu empfangen, und die Fülle kommen von oben, aber entsprechend seiner Einladung. Er kann auch sich nicht damit beschäftigen. Das heißt, dass die Fortführung von Prina Gimel ist, wo es der Abschied des Lebens ist? In Prina Gimel wählt es nur aus, das Licht von Chochma, gewissen Maße fühlt sich noch nicht abgetrennt vom Schöpfer. Denn es hat nur ein bisschen genommen, um zu existieren. Er hat nur ein wenig genommen, wie kann das sein? Die Erleuchtung von Chochma, nicht von Chassadim. Welche Einschränkung hat er dann? Es gibt keine Begrenzung hier. Es ist in Prina Bet, es füllt mit Licht von Chassadim, aber fühlt, wie das ist. Es muss was bekommen, um zu existieren. Also nimmt es ein wenig von dem Licht von Chochma. Ja, deswegen ist noch kein Verlangen zu empfangen. Es ist noch nicht abgetrennt vom Verlangen zu empfangen, vom Schöpfer. Deswegen am Ende der Phase, wenn es Entscheidungen gibt, nein, ich werde jetzt mein ganzes Verlangen zu empfangen erfüllen und nur das Licht von Chochma empfangen, dass durchs Verlangen zum Fangen kommt. Und diese Entscheidung ist über diese beiden Dinge. Und so heißt es ein Vergehen. Also die Handlung, die ihn abtrennt vom Schöpfer. Und deswegen fühlt es sich diese Scham. Das ist als ob von oben die höhere Existenz? Ja, nicht nur über diese Stufe der Lebendigkeit, sondern möchte das Verlangen zum Fangen auch existiert in Fülle in ihm und auch die Fülle. Und deswegen heißt es einer, der auf seinen eigenen Beinen steht. Ja. Rav, warum muss es die Scham geben? Wenn es keine Scham gibt, dann bin ich in der Verschmelzung. Wenn nicht Scham, dann, also zuerst mal Scham, das ist ein philosophisches Konzept. Das heißt, es ist weit über das hinaus, was wir empfinden. Wenn nicht wegen dem Schamgefühl, dann würden wir uns nicht kümmern. Würdest du rumlaufen, nackt wie eine Katze. Also Scham, du fühlst, du möchtest verhüllen, erfasst, nimmt es, geht weg. Aber Scham, das ist des Menschen Unpassendheit zum Hervorbringer. Und das begleitet ihn in ganzen Evolution. Und wir möchten es erwecken und verstehen, denn das ist, wie wir uns entwickeln. Es gibt hier keine Wahl. Werdet nicht der Evolution entfliehen. Ihr könnt sagen, es abzutrennen und brauchen ein bisschen Gras und das Leben ist noch vor dir und jetzt wird die Gelegenheit gegeben, um das Leben kennenzulernen. Jetzt, also Schamgefühl ist der Hebel. Wie kann ich mich erhöhen auf eine höhere und höhere Stufe jedes Mal? Ganze Unterschiede in den Stufen ist im Gefühl der Scham. Und weitere Stufe der Scham ist, dass ich nicht mehr länger stehle, das im Fernsehen und wo immer Leute sagen, wer ein hingebungsvoller Bürger ist und man hört im
am Friedhof und sagt, schon mal, ah, Vater von Kindern und alles, das gründet sich auf dem Konzept der Scham, was man verdient, was nicht. Der ganze Fortschritt basiert auf dem Schamgefühl, basiert darauf. Ich verstehe, dass Scham, es gibt uns die Möglichkeit, voranzukommen. Aber ohne Scham bin ich wie ein kleines Kind. Ich bin in Anhaftung. Auf sagt, ohne Scham wärest du in Dvekut. Wie jedes andere Tier. Ein Tier braucht keine Korrektur. Ganze Korrektur geschieht durch die Scham. Ja, da hast du recht, das stimmt. In Ordnung. Okay. Was? Wir können sagen, dass entsprechend dem, was wir verstanden haben, was wir bislang gelesen haben, die ganze Entwicklung hängt ab von der Kontrolle über die Fülle. Er sagt, die Kontrolle, das Verlangen zu empfangen, Fülle zu empfangen, ob zu empfangen oder nicht. Er sagt, ja, aber wer kontrolliert, ob ich nicht die Fülle empfange oder doch empfange? Du möchtest mir nicht zustimmen, ich will mit dir nicht zustimmen, okay. Also gib ihm Mikrofon. Am Ende von Prina Bet. Das Geschöpf war bereits im Zustand, wo es vollkommen erfüllt war, vollkommen leer. Also Prina Gimel hat schon Erfahrung. Warum entscheidet sie nicht einfach aufzufüllen? Auf sagt, denk darüber nach bis morgen oder übermorgen und dann fragt. Also, ich habe schon darüber nachgedacht. Also, dann denk nochmal drüber nach, mehr noch. Ich möchte nicht mehr über die vier Phasen sprechen, habe so viel darüber gesprochen. Auch was ich euch sage, steht nirgendwo geschrieben. Das kann nicht aufgeschrieben werden, denn ihr müsst es durch eure Emotionen und Verständnis und suchen. Jeder muss das tun. Wenn ich euch sage, geht und denk es nicht, weil ich euch nicht sagen möchte oder euch missachte oder sondern ich möchte, dass ihr euch integriert und über diese Klärung denkt, dass ihr euch verändert. Und deswegen ist es wert, wirklich dahin einzudringen und darüber nachzudenken, so sehr ihr es könnt. Schaut mal, Ashkelon, Haifa, Nur Sultan, alle möglichen anderen Orte. Jungs, denkt darüber nach, besprecht das. So wird es euch wirklich finden. Hört ihr? Salt Lake City? Das war's. Ich spreche nicht mehr, ich erkläre nicht mehr länger über vier Phasen. Es ist endlos. Wir werden niemals damit auferfüllen können. Und selbst wenn ich erklären werde, morgen wird es eine andere Erklärung sein, mit paar andere Zusätzen. Es ist nicht, sind nicht die Zusätze, die wir denken. Es ist nicht das Wissen, sondern wenn ein Mensch darüber nachdenkt und sucht, wie all diese Klärungen verbunden sind, dann veränderst du dich. Und das ist, was wichtig ist. Ganzes Studium nach den vier Phasen verändert den Menschen nicht so sehr wie die vier Phasen. Also lasst uns fortsetzen. Wir setzen fort mit Punkt 6. Diese vier ungenannten Klärungen sind die 10 Sephirot, geklärt, welche in jedem ausgeschriebenen Wesen, in jedem Geschöpf unterschieden werden können, sowohl im Ganzen, als welche die vier Welten Abiyah sind, als auch in allen kleinsten Einzelheiten, die in der Realität existieren. Prinat Aleph heißt Rochma oder die Welt von Azilut, Prinat Bet heißt Bina oder die Welt Bria, Prinat Gimel heißt Tiferet oder die Welt Yetzirah, Prina Dalet heißt Malchut oder die Welt Asiya. Jetzt wollen wir vier Unterscheidungen erläutern, die in jeder Stufe Seele existieren. Denn jede Seele kommt aus der Welt der Unendlichkeit. Ein Sof steigt von dort in die Welt Azilut herab, was Prina Aleph der Seele darstellt. In der Welt Azilut wird sie noch nicht Neshama genannt, da dieser Name quasi auf einen gewissen Unterschied zum Ausströmenden hinweist. Durch diesen Unterschied trat sie aus Ein Sof aus, das heißt ein Zustand
Zustand der vollständigen Verschmelzung mit dem Ausströmenden zur Enthüllung eines eigenen Herrschaftsbereichs. Solange die Seele nicht die Form eines vollständigen Glies annimmt, gibt es nichts, was sie vom Wesen des Schöpfers als Motor absondern kann, bis sie geeignet und tauglich wird, einen eigenen Namen zu tragen. Und wie schon bekannt, wird Prina Aleph das Glie noch gar nicht als Glie angesehen und annulliert sich selbst vollständig gegenüber dem Licht. A nennt man alles, was der Welt absolut existiert, absolute Göttlichkeit, und das heißt, Hove Shmo Echad, er und sein Name sind eins. Sogar die Seelen anderer Lebewesen, während sie die Welt absolut passieren, gelten als mit dem Wesen des Schöpfers verschmolzen. Er fragt, gibt es Fragen? Also was sagt er uns jetzt entsprechend diesen vier Phasen? Gibt es ein Paket, das entfaltet, dort herauskommt, auf einer unteren Stufe entfaltet? Von all diesen vier Phasen, jetzt vier Welten werden geboren. Absolut Asya Priyat, Yetzirah. Und dort entwickelt die Entwicklung, also bis zu dieser Welt, und alles trennt sich ab zwischen Schöpfer und Geschöpf. Also ganz sicher, natürlich sprechen wir nicht über Körper, es geht hier nur um Verlangen. Punkt 7. Die Welt Bria wird schon von der umschriebenen Prina Bet beherrscht. Das bedeutet, dass das Glied des Verlangens zu schenken ist. Sagt so wie in Prina Bet in vier Phasen. Wenn also die Seele während ihrer Entwicklung die Welt Bria absteigt, erreicht sie dort die Stufe des Glied und wird nur Neshama genannt. Das bedeutet, dass sie sich von Atzmutor bereits abgesondert und getrennt hat und nun ihres eigenen Namens Neshama würdig ist. Dieses Kli ist jedoch einstweilen noch sehr rein, denn es ist den Eigenschaften nach dem Ausströmenden noch sehr nah und ähnlich, und daher wird es auch hier als vollständig spirituell betrachtet. Was sagt das? Heißt, wo in der ersten Phase haben wir Licht und Kli kommen vom Hervorbringer, der Vorbringer hier bezüglich den ersten Phasen Welt von Adam Kadmon, wo es keinen Unterschied gibt zwischen den Lichtern und Gefäßen, das heißt, wo alle Lichter und Kli sind nur arrangiert entsprechend Kachapson und Naranchai, die Sache von Adam Kadmon. Hört ihr? Die vier Phasen des direkten Lichtes. Dann danach sprechen wir über Zimtzum, Einschränkung, Masach, Orchoser, Sivuk Daka'a, und das Verlangen zu empfangen, das Füllen mit dem Füllen, entspricht der Gleichheit an Form der Fülle, und das Verlangen zu empfangen, das füllt die Fülle, entsprechend der Gleichförmigkeit an Form, teilt sich in fünf Teile ein. Keter, Chochma, Bina, Zan, Bin, Malchut, oder Galgalta Absag Mabon. Wie teilt sich's ein? Entsprechend Masach. Masach, die Fülle und Verlangen zu empfangen. Masach trennt zwischen der Fülle und dem Verlangen zu empfangen. Die ganze Welt von Adam Kadmon bestimmt nur uns, dass die Beziehung zwischen der Fülle und dem Verlangen zu empfangen durch den Masach zwischen ihnen, wie es natürlich von oben vom Hervorbringer kommt. Vom Hervorbringer kommt das Verlangen zu empfangen, die Fülle, dass das Verlangen zu empfangen erfüllt, und die Scham und die Sache der Einschränkung, Massach und rückkehrendes Licht und die Entscheidung und alles. Und vom Hervorbringer kommt jetzt die Erfüllung entsprechend der gleichen Form. Das heißt, es gibt eine bestimmte Art von eine Art von Gleichgewicht, ja? Es gibt ein Gleichgewicht zwischen Verlangen zu empfangen, das im Vorbringen ist mit dem Massach und Rückkehr im Licht.
Wunsch des Gehens kann es erschaffen und die Fülle das erfüllt. Das heißt, Welt von Adam Katmon heißt die Welt von Keter. Sie macht, führt hier keine Veränderung durch. Sie teilt diese Dinge nur entsprechend dem Schirm, der gebildet werden kann im Hervorbringen. Das Verlangen zum Empfang kommt vom Vorbringer, die Fülle kommt vom Hervorbringer, die Einschränkung kommt vom Hervorbringer, Massach kommt vom Hervorbringer. Und nochmal, Massach bestimmt jetzt, wie sehr die Hervorbringung empfangen kann. Alles kommt von oben in der Welt von Adam Kadmon. Hört ihr? Das ist sehr wichtig. Deswegen beginnen wir zu zählen alles von der Welt von Azilut. Und in der Welt von Azilut gibt es dann bereits die erste Phase, wie wir gelesen haben, dass das große Verlangen zu empfangen ist und die Fühle ist alles auch arrangiert entsprechend den Schirmen. Aber es gibt dann schon einen Anfang des Glies. Deswegen die ganze Korrektur ist in der Welt von Azilut. Das Ende der Korrektur ist in der Welt von Azilut. Wenn wir Keter von Welt von Azilut erlangen, das ist das endgültige Korrektur. Die Welt von Adam Kadmon gehört zur Wurzel. Die Welt von Ensof, den vier Phasen. All das gehört nicht zur Hervorbringung. Nur die Welt von Azilut. Und in der Welt von Bria, wir lesen weiter, Punkt 8, in der Welt Yetzirah herrscht bereits oben genannte Prina Gimel, die ein bestimmtes geringes Maß des Verlangens empfangen enthält. Wenn die Seele daher während ihrer Entwicklung die Welt Yetzirah Auf Bildschirm steht 8. Also in der Welt Yetzirah bereits oben genannte Prina Gimel, der ein bestimmtes geringes Maß verlangt zu empfangen erhält, wenn die Seele daher während ihrer Entwicklung in die Welt Yetzirah absteigt. Okay. Motti, warum fragst du nicht? Okay, keine Fragen. Gut. Ja. Bezüglich Welt von Adam Kadmon, wozu brauchen wir diese Welt? Rav sagt, welche Welt? Ja, Adam Kadmon sagt schon. Rav sagt, es hat auch keinen Bezug. Rav sagt, um richtig zu teilen zwischen der Fülle und Verlangen zu empfangen, den Schirm dazwischen, um diese Standard zu geben, die Proportionen, wie viel es erscheint, das höhere Licht, das Verlangen zu empfangen, kann es beschützen mit Zinsum und dann mit Massach. Zinsum bedeutet, dass ich mich abtrenne von der Fülle und Massach, dass ich mich anpassen kann zum Hervorbringer. Über dem Empfangen der Fülle, dass ich ihm ähneln kann, über diesen Verlangen und Eigenschaften und Möglichkeiten, die von oben kommen, ins Verlangen zu empfangen. Hört zu. In Welt von Adam Kadmon werden sie geklärt. Was sagen die fünf Portionen von Adam Kadmon? Was sagen sie uns? Wenn alles von oben kommt, Verlangen zum Empfangen, die Fülle und der Massachen, all diese Dinge, welche Einteilung kann dann passieren zwischen Verlangen zum Empfangen, der Fülle und dem Schirm? Fünf Paar zu filmen und dann was? Und dann ist nichts ist genug. Auf der einen Seite, der Vorbringer gibt alles, jedoch das Geschöpf kann nicht zur Gleichheit mit ihm kommen. Nicht geeignet, ungeeignet. Alles endet so, hört, stoppt. Naranchai von Nefesh nur. Solange was fehlt, um zu der Ähnlichkeit des Hervorbringens zu kommen, musst du dein ursprüngliches Verlangen entdecken. Die Abtrennung. Gegründet auf diese Abtrennung, dich selbst erbauen. Und das ist nicht, noch nicht offenbar. Das heißt, Adam HaRishon ist im Einfluss vom Hervorbringer, sagen wir es so, wie sehr er direkt beeinflussen kann das Geschöpf, die Hervorbringung.
das Geschöpf. Deswegen brauchen wir den Zerbruch. Das ist die Abtrennung vom Hervorbringer. Und diese Abtrennung ist, was der Hervorbringer nicht tun kann, durch sich selbst. Denn es ist über unserem Verlangen. Sagen wir so, wenn du Kinder hast, dann willst du wirklich das Erfolg haben. Aber damit sie erfolgreich sind, musst du sie abtrennen von dir selbst. Ansonsten deiner Fülle, dein Verlangen, alles, was von dir kommt, verdirbt sie. Erlaubt nicht zu wachsen, um unabhängig zu werden. Also, alles, was von oben kommt, es ist offenbar in der Welt von Adam Kadmon, aber es ist nicht nützlich. Wir müssen hinzufügen, Schwera, Zerbruch, die Verdorma, die Abtrennung. Und das bringt den größeren Leiden und viele Probleme des Geschöpfes und so weiter, aber es ist die einzige Möglichkeit, wodurch du das Geschöpf ähnlich zu werden oder gleichförmig dem Schöpfer zu machen. Es gibt viele Dinge hier, aber ihr fühlt das. Und in der Welt von Yetzirah, also jetzt lesen wir 8, in der Welt von Yetzirah herrscht bereits oben genannte Bringer Gimel, die ein bestimmtes geringes Maß verlangt zu empfangen enthält. Wenn die Seele daher während ihrer Entwicklung die Welt Yetzirah absteigt und diese Entwicklungsstufe des Klis erreicht, verlässt sie den spirituellen Zustand von Neshama und heißt nun Ruach. Dieses Kli besitzt bereits ein geringes Maß von Aviyut, das heißt, ein wenig Verlangen zu empfangen in sich. Dennoch wird dieses Gli weiterhin als spirituell betrachtet, da das vorhandene Ausmaß von Azilut nur noch nicht ausreicht, um das Gli in seinen Eigenschaften vom Wesen des Schöpfers als Motor vollständig zu trennen, mit dem Namen Guf zu nennen. Ich sage, das heißt, alles kommt noch von oben, aber was geschieht, ist für mich noch nicht fühlbar, wie viel spirituell ist oder nicht so spirituell. Absolut, das heißt, es hängt ab von seinem Ort, von ihm ab, von nicht abhängt, Erlangung, Verbindung, Abtrennung. Und doch ist es noch nicht das. Es ist im Prinzip Gimel Yetzirah. Es ist noch Yetzirah. Was immer erlangt, ist der Schöpfer. Nicht Spiritualität. Es ist derjenige, der die Dinge erschuf. In Bria lenkt er, wie sehr er sich abtrennt vom Schöpfer. Yetzirah ist. Aber es gibt eine Wurzel, und diese Wurzel lässt ihn nicht unabhängig sein. Ja? Punkt 9. In der Welt Asiya herrscht bereits Prina Dalet, wenn das vollständige Glied des großen Verlangens empfangen ist. Auf dieser Stufe erreicht das Verlangen zu empfangen den Höhepunkt seiner Entwicklung, den Zustand eines Guf, vollständig getrennt und ausgesondert vom Wesen des Schöpfers Azmutor, in der Selbstverwaltung stehend. Das Licht in diesem Guf heißt Nefesh, vom hebräischen Wort Ruhe. Diese Benennung weist auf Licht ohne eigene selbstständige Bewegung hin und wisse, dass kein einziges Teilchen in der Wirklichkeit gibt, weil es nicht die gesamte Abia sich beinhaltet. Darauf sagt, also, das geht dann über den Phasen Prina Bet Gimel Dalet, das heißt, Bria Yetziras Ja, absolut Bria Yetziras Ja, dann endet scheinbar alles mit Licht und Kli, wenn das Kli selbstständig steht. Und eigene Herrschaft, als ob das sehr wünschenswert ist. Der ganze absteigende Kaskade geschah deswegen. Das ist die Absicht des Schöpfers, aber tatsächlich, das ist, wo die Arbeit für das Kli beginnt, wenn es auf seinen eigenen Füßen steht. Das heißt, jetzt bestimmt es, was geschieht. Wir müssen uns offenbaren, dort stehen. Es ist nicht einfach. Was bedeutet es, auf der eigenen Herrschaft zu stehen? Jeder, wir alle, vielleicht wir alle gemeinsam,
Ohne das beginnen wir nicht einzudringen in die Leiter, alle Stufen von oben nach abwärts. Wir müssen jetzt aufsteigen. Sie selber herabsteigen, nur um den anderen Weg, bis wir die Wurzel erlangen. Willst du nicht? Das wird nicht helfen, wir sind darin. Einzige Frage ist, können wir zurückkehren, diese Mängel des Ronot für Selbstunterstützung, dass wir beginnen können, Leiter zu erklimmen. Wenn es geschieht, wenn nicht, dann wird es durch Leiden geschehen. Wenn ja, durch Stärken gutes Verlangen. Aber es gibt keine Wahl. Hörst du das, Zwicker? Es gibt hier keine Wahl. Frag. Ich verstehe wirklich nicht. Er sagt, Prinadale, regierende Welt von Asiya, das vollkommene Glied des großen Verlangens Empfangens und so weiter. Warum braucht das so ein großes Abiyut, wo all unsere Probleme herkommen? Sag ich, weiß ich, Probleme oder nicht? So wie ich es betrachte, ist so, es nicht abhängig vom Verlangen. Ich betrachte es wie ein Forscher. Wenn ich Forscher bin, dann trenne ich mich ab davon. Ich sehe nur, was vor sich geht. Die Tatsache, dass du so verrückt wirst, groß verlangt zu empfangen, alle Probleme, all das, das wird die Wirklichkeit nicht ändern. Das wird nicht deine Wirklichkeit ändern. Die Art und Weise, wie du es betrachtest, deine Herangehensweise, können wir das nennen, kindisch oder wie eine Frau. So sagt man es in der Weisheit der Kabbalah. Ein Kind oder eine Frau. Warum brauche ich das? Man sagt, weiß nicht, brauche ich das? Alles, was ich brauche, ist Bier, Fußball, vergiss das alles. Aber es geht nicht darum, was ich will. Es geht darum, was vor mir ist. Willentlich oder unwillentlich. Ich muss mich entwickeln dementsprechend. Das ist alles. Also müssen wir so einen riesen Aviot erlangen? Rav sagt, geht in diese Ecke, Gras, Haschisch, LSD, viele Namen da, ja, ja. Geh und kauf das und lass mich in Ruhe, was willst du von mir? Was dieser Aviut, woher er spricht? Er sagt, Aviut heißt, du fühlst dich schlecht. Dein Licht, du kannst nicht, okay? Du kannst nicht abdrehen, das ist wahr, aber das hilft dir nicht, weil es gut ist. Also morgen wird kommen, nächste Inkarnation wird kommen, größere Probleme werden kommen, wenn dein Verlangen zu empfangen, du kannst nicht wegrennen vor diesen Problemen. Nur wenn du rennst vor dem Stock. Das sind zwei Wege. Achishena, ich werde beschleunigen, oder Beto in seiner Zeit. Das, was wir lernen, und sagt er, hör zu, was ist für dich? Ich lerne, willst du vorankommen, dann komm voran. Wenn du schneller rennen willst, dann diese ganze Geschichte, die Kraft, die die Menschheit entwickelt, entwickelt sie in einer guten, schönen Weise. Wenn du nicht diese Geschwindigkeit dann kommt der Stock und treibt dich an zum Schnellrennen. Sogar sagt, das heißt, das Aviut ist, was sagt er darüber? Er sagt, nein, er spricht nicht über diese Welt. Es ist genug Aviut, das ist abtrennt von mir vorbringen. Deswegen siehst du nichts. Deswegen fühlst du nichts. Deswegen bist du wie ein Tier. Alles. Du bist nicht wie ein Mensch, wie ein Adam. Wenn du diesen Rahmen hast, dann betrachtest du es nicht als Adam. Du bist nicht wie der Schöpfer. Du hast, worin bist du wie der Schöpfer? Also was soll ich dann tun mit dem Aviut? Ich habe Aviut, was weiter? Graf sagt, was weiter? Ich sagte, es gibt kein Problem, du hast einen Zehner. Beginn dich zu integrieren darin. Und was passiert? Graf sagt, nichts passiert, sondern integriere dich darin. Also was soll ich erlangen? Das ist so, ich habe Aviut bekommen. Graf sagt, weiß nicht.
Hast du jemals deine Eltern gefragt, als du zur Schule gingst? Nein, ich habe sie gefragt, was mache ich hier? Ah, du fragst immer noch. Also was ist der Grund für Aviut? Aviut ist, damit du fühlst, dass du abgetrennt bist vom Schöpfer und wie du speziell durch Empfindungsgegensatz zum Schöpfer wieder einen Zustand erlangen kannst, wo du ihm ähnelst. Und du erlangst die Ewigkeit, Vollkommenheit. Du kannst sagen, es ist mir egal, diese Vollkommenheit sitzt, mein Aviut stört mich. Für mich Erfüllung ist Bier und Fußball zu bekommen. Das ist genug für mich. Ich sage, okay, gut, aber ich verstehe dich, aber du wirst nicht in der Lage sein, dort zu bleiben. Okay, Punkt 10. Wir sehen, dass Nefesh, welches das Licht des Lebens ist, eingekleidet in den Körper, unmittelbar aus dem Wesen des Schöpfers, als Mutto, als Existierendes ist, aus dem Existierenden, Yeshmi Yesh kommt. Indem dieses Licht seinen Weg durch die vier Welten Abia geht, entfernt es sich stufenweise vom Schöpfer bis zu seinem vorgesehenen Kli gelangt, genannt Körper Guf. Erst dann wird dieses Kli als vollständig entwickelt seiner gewünschten Form angesehen. Obwohl auf dieser Entwicklungsstufe das im Kli innewohnende Licht so gering ist, dass seine Wurzel nicht einmal erkannt werden kann, ist es jedoch imstande, mit Hilfe der Tora und mit Zwort, mit der Absicht, dem Schöpfer Freude zu bereiten, sein Kli zu reinigen. Auf diese Weise wird das Kli genannt Guf, immer klar und feiner, bis es tauglich und geeignet ist, die gesamte Lichtfülle in vollem Maße zu empfangen, welcher Schöpfer im Schöpfungsgedanken für das Kli vorgesehen hat. Genau das meinte Rabbi Hananja ben Akasha, als er sagte, der Schöpfer wollte Israel reinigen, also gab ihnen reichlich Torah und Mitzvot. Das bedeutet, es gibt Bria, Schöpfung, es gibt den Hervorbringer, er schuf das Verlangen zu empfangen und hat es entwickelt, bestimmten Zustand, wo das Verlangen zu empfangen sein Partner sein kann, der Partner des Hervorbringers. Und er schiebt es an zur Entwicklung, so wie ihr das macht mit den Kindern. Ihr wollt nicht, die Geschöpfe, niemand hat sie gefragt, ihrer Stufe können sie nichts entscheiden. Was ihnen gegeben ist, Stück für Stück, ist Fähigkeit zuzustimmen, Fähigkeit zu verstehen, Fähigkeit zu fühlen, hinzukommen, selbst Partner zu sein des Vorbringens, selbst ihm zu ähneln und ihm gleich zu sein. Gleich dem Vorbringen. Deswegen, so muss man sich entwickeln. Die Tatsache, dass man sich entwickeln muss, es gibt keine Diskussion. Die Tatsache, wo sie hinken müssen, das Ziel ist, keine Frage darüber. Die Frage ist, wenn ein Mensch eine Erweckung hat, um das Wesen, das den Sinn des Lebens kennenzulernen, wozu, warum und wie. Entweder von der guten Seite, wo er fühlt, er will das. Ja, er möchte diese Weisheit, er hat einen Mangel, aber vielleicht einen guten Mangel, vielleicht einen schlechten Mangel. Das kann sein. Und das hängt von der Wurzel der Seele schon ab. Aber dennoch, ein Mensch hat die Gelegenheit und Fähigkeit, und voranzukommen. Du willst es nicht, denn nicht. Freier Eintritt, freier Austritt. Was sagt er also? Dieses selbe Licht des Lebens, das Einglied, das Licht im Verlangen für uns, das kleidet sich im körperlichen, tierischen Weise in der Zwischenzeit, entwickle das und du erlangst die Wirklichkeit in der Beschäftigung mit Torah mit Wort. Das bedeutet, einem wird gelehrt, wie er die Kräfte der Schöpfung, positive Kräfte der Wirklichkeit, benutzen kann, positive Kraft des Torah, Licht, die negative Kraft der Wirklichkeit, als Verlangen zu empfangen, das entgegengesetzt im Licht. Und die Korrektur, als Verlangen zu empfangen, sich das Licht heißt mit Wort. Veränderung, das Verlangen zu empfangen, erwirbt die Absicht aus dem Gehens. Dann kann er sich anpassen an das Licht. Anpassen zum Licht bedeutet, obwohl es das Geschöpf ist, das die Stufe des Schöpfers erlangt, ein Schöpfer fühlt ganz 100% wie der Schöpfer. In all den unterschiedlichen Weisen.
Also, ich habe einen besonderen Schüler, Yochai, ja. Und morgen, lieber Lehrer. Guten Morgen. Rav sagt, guten Morgen. Es geht um die Wahrnehmung des Studienmaterials. Das wird nur offenbart in dem Ausmaß, wo es ein echtes Bedürfnis gibt. Und Rav sagt, es hängt nur vom Herzen ab, nicht dem Kopf. Manche Leute hier sind so klug, sie fragen Fragen und Zvika fragt und alle möglichen. Betrachte sie nicht mal. Nichts kommt in den Verstand, nur ins Herz. Und Yochai fragt, dass die Sache nur, wenn wir ein echtes Bedürfnis danach haben, wenn die Welt ein echtes Bedürfnis hat, oder wir, dann nur diese Dinge, Rav sagt, ja, dringen ein, dein Herz, ins Herz dringt es ein. Es tut mir leid, dass ich das frage, sehen Sie es nicht als nicht respektvoll, aber wenn sie in Unrecht vergehen, dann bleibt es nicht in dir. Er sagt, ja, bleibt nicht. Und bekommen es nur nach den Bedürfnissen. Er sagt, ja, spielt keine Rolle, wie viel übrig bleibt. Kabbalisten beteten, waren gewohnt zu beten, zu vergessen. Versteht das? Leute kommen raus und wie kann ich vergessen? Wie kann ich vergessen, was ich gelernt habe? Verstehst du das? Wie entgegengesetzt ist zu dem üblichen Studium. Habe ich recht, Niv? Betest du auch so? Ja. Okay. Lass dir nicht leid tun, nicht zu verstehen, nicht zu erinnern. Es hat nichts zu tun mit dem Gehirn. Hat nur zu tun mit der Transformation des Herzens, des Verlangens. Und wenn man es braucht, dann hat man Zutritt. Das heißt nicht, wenn du es brauchst, sondern es wird sich offenbart in dir und wird sich in deinem Herzen entsprechend deinen Fortschritt mit den Freunden. Nur auf solche Weise. Das Licht heranziehst und das Licht verändert diese Klärung in dir und du kennst sie nicht mehr. Man kennt sie zu fühlen, so ist das. Aber diese zu erinnern und er sagt, nein, löscht deine ganze Erinnerung aus, gibt keinen Bedarf dafür. Nur Qualität, nur Hingabe, das ist alles. Jemand da, David, warum sitzt du da? Armer, du wurdest so geworfen. Ah, sie ist so kalt. Was noch? Du hast deinen Schal nicht gebracht. Wer hat den Schal hier? Also mein Fehler, morgen werde ich einen Wandler. Ich verstehe das Wetter hier nicht. Und wer bestimmt sind? Ich habe gesagt, ganze Russen kamen aus Sibirien und sie machen diese. Okay, morgen bringe ich was und was Warmes zu trinken. Er sagt, okay, ist nicht so schlimm, du kannst sitzen, wo immer du auch möchtest, wo das bequem ist. Ja. Punkt 11. Jetzt können wir den wahren Unterschied zwischen dem spirituellen und dem körperlichen verstehen. Wenn das Verlangen zu empfangen seine volle Entwicklung in allen Stufen erreicht hat, also Prina Dalet, so wird dieses Verlangen als materiell bzw. körperlich angesehen. Dies ist es, was in allen Einzelheiten der Wirklichkeit vor uns in dieser Welt existiert. Alles, was über diesem hohen Grad des Verlangens zu empfangen liegt, wird als Spiritualität bezeichnet. Dies sind die vier Welten Abia, die sich über dieser Welt befinden, mit ihrer ganzen Wirklichkeit in ihnen. Und nun kann man verstehen, dass alle Auf- und Abstiege, die sich in den höheren Welten abspielen, unter keinen Umständen Bewegungen in einem imaginären Raum darstellen, sondern sind einfach Änderungen vom Ausmaß Verlangen zu Empfangen innerhalb der vier Entwicklungsstufen. Je weiter etwas von Prina Dalet fern ist, desto höher wird es angesehen. Und umgekehrt, je näher etwas an Prina Dalet herankommt, desto tiefer ist seine Stufe. Das sagt, also so haben wir schon eine Leiter.
entsprechendem Verlangen. Dann haben wir es entsprechend anderen Klärungen. So müssen wir uns selbst sehen. Warum ist es tatsächlich so kalt hier? Es ist nicht kalt, da ist kalt, hier ist kalt. Man kennt ja diesen Witz über, also sie gehen in ein Hotel, ein Raum, zwei Betten, einer geht schreien, der andere geht schreien. Einer sagt, ah, ich kann nicht, oh, ich kann nicht, es gibt keine Luft hier, was kann ich machen? Der andere sagt, nein, mit der ganzen Decken, mir ist so kalt. Sagt, wir müssen ein Fenster öffnen, ich kann nicht. Ich kann nicht atmen. Und der andere, nein, öffne das Fenster nicht. Du musst es geschlossen halten. Also der eine nimmt einen Schuh und schlägt das Fenster ein. Ja, jetzt können wir atmen. Der andere sagt, ich werde sterben, ich werde erfrieren. Am Morgen sehen sie eine zerbrochene Scheibe. Und alles... Alles Einbildung. Also ich weiß vielleicht nicht, wie man Witze erzählt, aber Rabash hat das als Beispiel benutzt, diese eingebildete Welt. Alles entsprechend deinen Inneneindrücken. Das ist alles im Inneren nur. Okay, Nummer 11, und der Flieger fragt, Fortsetzung von Yochai, was passiert, wenn du auf natürliche Weise vergisst, wenn du keine Anstrengungen machen musst? Was sagt, wenn immer du brauchst, wirst du daran erinnert. Kein Problem dabei. Es gibt diesen Auszug über Mitzvah, der in Erinnerung. Es gibt ein paar Dinge da. Du vergisst nicht vor dem Schöpfer. Es gibt Erinnerung, nicht Erinnerung, aber du vergisst niemals. Vielleicht plötzlich kommen Dinge, die vor 50 waren, aber du erinnerst dich nicht, was gestern war. Also das ist die Sache. Nichts geht verloren. Wir leben in diesem riesigen Computer und alles wird registriert. Es gibt auch nichts Neues hier. Alles geschieht, kommt hoch, steigt ab. Alles nur bezüglich der Geschöpfe. Also habt keine Angst davor. Keine Angst, irgendwas zu verlieren. Akzeptiere für dein Festhalten im Schöpfer durch den Zehnern. Glaub mir, alles möge, kann verloren gehen. Du kannst alles loslassen. Es gibt keinen Bedarf für nichts. Durch Abtrennung, durch den Zehner, durch den Schöpfer kannst du alles bekommen. Also was sage ich, wenn ich sage, du bekommst alles? Du kannst dein Leben hier steuern, einen Fortschritt hier. Kurz ist deine Verbindung zur zur Wurzel. Das, ansonsten, was brauchst du denn sonst noch? Nichts. Fragen. Nun, Frage, Moskau. Moskau. Раб, вопрос чуть-чуть раньше был. А что это за душа, которая спускается из мира бесконечности? Und neue Form erlangt. Worüber spricht er hier? Er spricht über die Seele, die herabsteigt von Ein Sof. Es gibt viele Stufen. Und diese Welt erreicht, dass von dieser Welt der Aufstieg beginnen kann. Also was ist der Unterschied zwischen der Seele und den Stufen? Die Stufen, die sind... Das ist die Beziehung, die mechanische Beziehung zwischen den Lichtern und den Gefäßen. Und es wird definiert durch Raum, Zeit, Bewegung, entsprechenden Masachim, den Schirm, den Verlangen zu empfangen, von oben nach unten.
Das ist wie diese Leiter. Zu diesem Halt gelangt und die Neshama, die Seele, ist nur ein Teil des Schöpfers vom Höheren, der absteigt und der beginnt, eine Weckung durchzuführen von unten im Verlangen zu empfangen. Das ist in der Neshama. Und damit man zum Aufstieg gelangt, dass das Verlangen zu empfangen Korrekturen an sich selbst durchführt und die Neshama, die Seele, durch diese Hilfe aufsteigen kann. Es ist wie ein Mensch, der auf einem Pferd sitzt, der dem Pferd unterschiedliche Stimulierungen gibt, damit er es lenken kann. Das ist wie die Seele im Verlangen zu empfangen, auf der Leiter der Stufe aufsteigen möchte und deshalb das Verlangen dadurch erweckt, damit man es erheben kann. Können Sie dies etwas genauer ausdrücken? Wir wissen, dass es hier ein Licht und Klee gibt. Raff, Licht und Klee, du bist ein kluger Bursche. Ich habe dir gesagt, besonders auf dieser, ich habe dir das auf diese Art und Weise erklärt, dass du darüber nachdenkst. Nicht, dass du darüber philosophierst, aber ich sage dir, das ist, was wir tun sollten und wie wir uns annähern sollen. Und wir gehen über zu ausgewählten Texten. Wir gehen über zum nächsten Teil, aber zuerst lasst uns ein Lied hören. נמצאים מנעולים חזקים על אותם שערים שסותמים את הלב כל הזמן מפרידים כל הזמן מרחיקים ממי שאת הכל מסובב מדרגה מדרגה מחזיקים מתגברים ודורשים את הכוח לחזור ופתאום מנעולים נעשים לפתחים והחושך הופך לו לאור מעל המצבים החברים שומרים עליך באהבה ביחד מעלים תפילת רבים כולנו באותה כוונה באיחוד הלבבות עד שמלא השאה כל כדור וכדור שפוגע בלב מעורר ניצוצי אהבה ועוד מאמץ בחיבור הנקודות מעלה מליבנו תפילה ושוב מנעולים נעשים לפתחים ויזרמו נחלי אמונה מעל המצבים החיים